Ja, wir sind heute vom Büro von Lisa und Annalena. Die zwei darf ich jetzt gleich stören und ein paar Fragen zu ihren Ausbildungsberufen stellen. Genau. Ich klopf's mal. Annalena, ich bin ja heute da, um dir ein paar Fragen zu deiner Ausbildung zu stellen. Erstmal danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Und ja, welche Ausbildung machst du eigentlich genau beim Bezirk? Ich mache die dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Und wie bist du dazu gekommen? Ich habe von einer Freundin von mir vom Bezirk gehört, die hatte hier ein Praktikum gemacht und die hat mir sehr positiv davon erzählt. Hi Lisa, und wie bist du zum Bezirk gekommen? Also, ich wollte immer schon was im Büro machen, aber mich hat am Anfang einfach die Tätigkeit in der Behörde sehr gut gefallen. Einfach, dass man auch hier beim Bezirk verschiedene Referate und das hat mich dazu bewegt, mich auch dann beim Bezirk zu bewerben. Wie war dann der Prozess, also bis du die Ausbildung bekommen hast beim Bezirk? Also mir hat es beim Bezirk das Bewerbungsgespräch sehr gut gefallen. Ich fand, es war sehr entspannt und sehr locker und mir wurden dann auch eher Fragen gestellt, ohne mich jetzt irgendwie auszufragen, was ich weiß und was ich nicht weiß, sondern einfach um mich als Person kennenzulernen. Okay. Und was für Schwerpunkte hast du in der Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte? Also hauptsächlich kommunale Finanzwirtschaft. Also das ist in der BVS eines der größten Fächer, aber auch Personalwesen und dann noch so kleine Fächer. Und also wie läuft deine Ausbildung ab? Du bist ja wahrscheinlich in der Berufsschule auch und hier im Bezirk. In was für einem Abstand ist das immer ungefähr? Also es gibt keinen bestimmten Abstand. Im zweiten Lehrjahr ist viel Berufsschule und wir haben auch zusätzlich noch die BVS, also die Verwaltungsschule. Da sind wir meistens am Ammersee, das ist auch richtig schön da. Und die Berufsschule geht immer so, würde ich sagen, so zwischen 5 und 8 Wochen ungefähr, also das ist Blockunterricht. Wo bist du gerade im Bezirk eingeteilt? Ich bin gerade im Referat 28, das ist die ambulante Hilfe zur Pflege. Und was genau musst du da machen? Also hauptsächlich buche ich und prüfe ich Rechnungen, aber da erstellt man auch Bescheide für die Grundsicherung, aber auch für ambulante Hilfe zur Pflege. Was für Lehrgänge hast du noch alles während deiner Ausbildung? Also wir lernen auch in der Arbeit. Da gibt es so sogenannte Lernvormittage. Die sind immer einmal in der Woche. Und da setz ich mich mit meinen Mitauszubildenden, die halt mit mir im gleichen Lehrjahr sind, zusammen. Und dann lernen wir halt aktuelle Themen, die gerade in der Berufsschule oder auch in der Verwaltungsschule halt aktuell sind. Und was sagst du, ist ein positiver Aspekt beim Bezirk seine Ausbildung zu machen? Also was mir besonders gut gefallen hat am Bezirk ist erstmal, dass natürlich obwohl es eine sehr große Behörde ist, es hier, finde ich, trotzdem irgendwie sehr familiär ist. Also es wird sich um jeden Auszubildenden gekümmert und auch gleich beim Bewerbungsgespräch auch schon mitgeteilt wurde, ist, dass hier eigentlich ausgebildet wird, um auch zu übernehmen. Und was hast du, wenn ich mich jetzt da zum Beispiel auch für eine Ausbildung bewerben möchte, was hast du für Tipps für mich? Also ich finde, also in der Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten sollte man auf jeden Fall schauen, dass man ordentlich ist. Gerade so mit den Gesetzen und sowas, dass man einfach ein bisschen aufpasst auf seine Gesetze, also den Umgang mit den Gesetzen lernt. Und ja, wie stellst du dir da deine Zukunft vor? Also ich würde gerne nach der Ausbildung beim Bezirk bleiben. Ich hoffe auf jeden Fall schon. Also ich habe auch schon mit meiner Ausbilderin gesprochen und da wurde auch jetzt schon gefragt, was uns denn interessieren würde. Also man sieht auf jeden Fall, dass sich da wirklich auch darum gekümmert wird, dass man auch genau das machen kann, was man gerne möchte nach der Ausbildung. Ja, wir haben ja heute einen Einblick in die Ausbildung von Annalena und von Lisa bekommen. Sie haben uns zahlreiche Fragen beantwortet. Und ich hoffe, ihr habt dazu jetzt einen kleinen Einblick auch bekommen, wenn ihr euch auf die Ausbildung bewerben wollt.